Ach ja, so ist das. Ach ja. So, was machen wir denn heute? Irgendwie muss ich echt überlegen, wo ich war. Oh Gott, ich war 2 Tage krank, ich habe gar keine Stimme mehr gehabt. Ich bin immer noch ein bisschen mit Halsschmerzen und so. Also, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, dann sage ich schon mal Entschuldigung. Es war auch gestern keine Folge, weil ich konnte einfach nicht aufnehmen. Ging nicht. Tut mir leid. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen gucken, dass wir weiterkommen, ne? Sie haben schon wieder Hunger. Okay, eine gute Bezahlung. Für die Gasanlage, oh, toll, ey. 60 bis 120 Minuten, ja. Fahre das Heu ein. Heu, heu, heu. Gras muss gemäht, anschließend mehrfach gewendet und optimal runtergetrocknet werden, um das Heu zu erhalten. So, das war ja diese komische XP-Error. Ja, okay. Ruf 10. Ha, mit dem Ruf, was kann ich da anfangen? Ich brauche Geld, nicht Ruf. Dann nehmen wir das erstmal und dann gucken wir mal, dass wir danach die Heuernte nehmen. Nein, nicht die Heuernte. Das, aber da können wir mal irgendwann wieder versuchen, ob die funktioniert. Machen wir das erstmal. Und gucken wir mal. So, deine Tiere hungern. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Hänge den Vertimix an. Muss ich erstmal zurückfahren, bevor ich den anhänge. Ah, ich kann den dann. Ach, ich lasse den. Nee, den lasse ich hier nicht stehen. Auf gar keinen Fall. Gehen da irgendwelche bösen Buben dran und machen wir was kaputt hier. Nee. Nicht mit der Vati, mit der Papa. Fahren wir erstmal nach Hause. Dann gucken wir mal. Ein Phantomschild. Sehr schön. Naja, Lenkung ist immer noch so ein bisschen matschig, finde ich. Man lenkt, der hört nicht auf zu lenken. Und wenn er loslässt, geht er zu schnell gerade. Wenn du gegenlenkst, lenkt er so gut wie gar nicht. Aber warum ist er so langsam? Warum bist du so langsam? Geradeaus durch. Hä? Ach, da kommt der Kreisverkehr, ne? Darum will er fahren. Ah, okay. Wir fahren eh nur bis zu Hause zum Hof. Und dann machen wir. Und hier ist die Stelle, wo er immer umdreht. Ach, guck mal. Das Maisfeld ist da. Das ging jetzt aber schnell. Aber eine Frechheit, ne? Das größte Feld haben sie der Biogasanlage versprochen. Ich habe der überhaupt nichts versprochen. Das war vielleicht ein Versprechen, ja. Ein Versprecher. Der fährt doch alleine weiter, ne? Oder? Vergessen zuzumachen. Entschuldige.
Wisst ihr, was ich meine? Wenn du gegenlenkst, kommt er kaum rum. Und wenn du loslässt, zack, sofort gerade. Ein Hund. Mein Hund. So, einmal drehen. Einschalten, Moment, wo war das B, ne? So. Hier ist noch voll. Und dann müssen wir alle füttern, ne? Ist ja so. Ich will jetzt nicht während der Mission beim Rückwärtsfahren drücken. So, jetzt aber. Klack. Klack. So. Okay, Mission erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön. Bullen sind in der Stadt. Ja. Jetzt machen wir erstmal. Wo war's denn? Quest. Goldene Ernte, Fahrer das? Nein. Die goldene Ernte. So, da haben wir nämlich schöne zwei Folgen. Die wir raus machen können. Aha. Jaguar, da ist er. Oh, das steht aber alles sehr doof hier, ne? Freunde. Bestimmt das Ding anhängen. Den Maisbeißer da. Maisgebiss. Halt. K.
keine Ahnung, wie das dann nennt. Ich glaube Maisgebiss. Ui! Da hat einer den Hänger geklaut. So, und dann müssen wir garantiert zu Feld 3. Ah, steht ja auch noch oben. Na gut. Schöne Mendmarsch, Gänsemarsch. Ja, genau. Überall drüber ballern. Ja, warte mal. So. Na, dann machen wir auch ein Blinklicht dann, ne? Kommt der Dreck der Gefahren, setzt sich nieder auf das Feld. Hat er noch in dem Eimer, was dem Baum nicht gefällt. Ja. Habe ich heute gute Laune? Ich habe heute gute Laune. So, ich hoffe, dass meine Herren Treckerfahrer heute vernünftig fahren und kein Blödsinn machen. Jetzt ist aber gut mit deinen scheiß Meldungen. Echt, muss das denn sein? Kann auch alles übertreiben, ne? Schatzilein. So, wie machen wir das denn? Zwei Runden links und dann ging's. Wenn du hier... Hallo? Kannst du das vielleicht mal lassen? Was soll der Scheiß? Da geht es schon wieder los hier. Die machen wieder, was sie wollen. Alter! Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und du kommst gleich hier vorne rein, dann kommst du hinten als Gartenabfälle raus. Mach mal so weiter. Bist schon sehen, was du davon hast. So. Zwei Runden und dann werde ich dieses zickezacke Hühnerkacke machen. Übrigens, ja, Dankeschön, es waren wieder ein paar neue Follower. Und herzlich willkommen. Und schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr mich abonniert habt. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch so ein bisschen Spaß bei dem ganzen Blödsinn, den ich hier verzapfe. Aber auch geil, wie schön langsam das anläuft, ne? Und auch beim Ausmachen. Aber unendlich, bis das letzte steht. Jetzt hat er auch volle Geschwindigkeit. Sieht gut aus. Okay, ich muss bloß die richtige Richtung haben. Und dann geht es los. Jetzt geht es los. Geht schon los. Was ist das? Warum nur nichts sammeln hier? Ach, bin ich doof? Ja, ich bin doof. Geh mal weg da. Er sammelt nicht, weil ich doof bin. So. Zeige ich euch auch gleich warum. Ja, komm mal hinterher. Ich zeig dir mal, wo es lang geht. Ich habe das nämlich nicht runtergetan. Ich muss das ja senken.
Ja, siehst du? So, jetzt geht das auch. Ja. Da reicht das. Rubbeln wirkt sofort. Aber einen schönen Sound, ne? Sofort, wenn er aufhört zu verarbeiten. Hört ihr? Was ich meine? Und wenn er wieder schreddern tut, also er hat da so ein Schredderwerk drin, ne? Wird sofort der Ton wieder aggressiver. Ich glaube, die Dinger hören sich wirklich so an. Aber die Spuren sind ein wenig seltsam, würde ich sagen. Ne? Ja, gehen aber. Müssten breiter sein. Gerade von vorne von den Rädern. Von dem her müssten die eigentlich um einiges breiter sein. So, das heißt, wir machen jetzt zwei Runden einmal um den Kreis rum. Und dann werden wir dieses, wie heißt es? Sag schnell. Ich kann den Abfahrer nicht stoppen. Was macht der da für komische Dinger? Hallo? Musst du die Reifen? Der fährt die Reifen warm. Ah, ich kenne das aus dem Motorsport. Da macht man dann nämlich auch so. Rückwärts. Komm. Gas. Alter, hier ist der Bär los, der Berg los. Ja. Ja. Da müssen wir ein bisschen. Ach, was man, mit was für Leute man heutzutage arbeiten muss, ist unglaublich. Ja. Er versucht quasi neben mir zu fahren, wo er eigentlich auch hingehört. Nur rechts das Feld, also noch Material, hätte ich gesagt, wie heißt das? Noch Mais. Und links ist kein Feld. Dann weiß er nicht, was er tun soll. Wenn ich jetzt die zweite Runde fahre, fährt er automatisch neben mir. Aber er muss quasi auf dem Feld sein. Darf aber nicht in die Ehrenhalber, da war jetzt mal fahren. Darf jetzt nicht in die Ehren reinfahren. Ah ja. Das sah schon schlimmer aus, ja, ich muss sagen. Nicht so schlecht, Herr Specht. Oh, bisschen ranzoomen. Wir gucken gleich mal von innen. Oh, das ist nichts. Das ist doof. Leider kann man da nicht so gut sehen, wo du gerade fährst. Das ist aber auch sehr hoch, ne? Boah, guck mal, wie hoch das Mais ist. Wow. Sieht aber trotzdem geil aus. Aber du siehst nicht, wo du fährst. Das ist der Nachteil. Die machen das, die fahren. Die haben auch GPS. Hat die was zum Ausklappen? Kann ich irgendwas ausklappen hier? Irgendwas Langweiliges?
Nö, nicht wirklich, ne? Nö. Ja, Radio kann ich leider nicht anmachen. Tut mir leid. Das nutzt mir nichts, wenn die Videos am Ende schon geschaltet sind. Oder Werbung eingeblendet kriegen, die dann andere Leute bezahlt kriegen. Ja, noch ist alles bei mir werbefrei und es wird auch noch lange so bleiben, hoffe ich. Obwohl irgendwann, einfach wenn genug Zuschauer da sind, werde ich wahrscheinlich auch, aber für euch paar Leute hier, nicht wirklich. Diese Monitoring, ne. Außerdem darf ich nicht so viel Geld verdienen. Aber na nö, mach da hin, jetzt hau da ab. Ey, und ich? Volle Bratwurst. Ist noch einer unterwegs irgendwo? Ach ja, ich hätte es mir denken können. Ich hätte es mir denken können. Es war so sonnenklar, dass irgendwo wieder irgendeine Scheiße ist. Kinder. Ist zum Heulen, ne? Es ist zum Heulen. Oh, die neue Ausfahrt haben sie eingebaut. Nicht ganz. Aber fast jedenfalls. So, jetzt kommen sie alle beide. Hätten sie eigentlich schon verschwunden da sein müssen, die faulen Säcke. Habt ihr wieder gequatscht? Hab ich euch erwischt, ne? Ja, haha. Mir entgeht nichts, Freunde. Und wenn ihr nicht ganz schnell da seid, dann zieh ich euch alles vom Gehalt ab. Was ihr sowieso nicht kriegt. Dafür dürft ihr ja Trecker fahren. Na gut. Warte mal, ich mach mal eben hier. Pause. Fährt er hin? Wohin du fährst? Ja, muss ganz schön kämpfen, ne? Mit dem vollen Hänger. Ach, der muss hier unten hin, hier zur Biogasanlage. Hier muss der hin. Sind wir nicht Feld 3? Da ist er. Die anderen beiden sind da. Ach, er ist ja schon da. Ja, cool. Er ist schon da. So, jetzt fahren wir mal hier so ran und dann gucken wir mal, was der an Gewicht sagt. Ob der auf der Gewichtsstation stehen bleibt. Sollte eigentlich. Oh, Kurven schneiden. Lümmel. Tatsächlich, er fährt drauf. Muss auch kurz anhalten. Nee. So ein altes Sackgesicht. Sind die anderen schon da? Noch nicht. Ach, sie sind jetzt gerade in Höhe von meinem Hof. Das haben wir jetzt auch schön gemacht, hier mit diesem, dass das so rieselt. Nicht einfach so verschwindet. Na, muss ich sagen. Ach, guck mal, wie schön gleichmäßig. Das wird sogar, das fühlt sich sogar an Stellen, wo der gar nicht war.
Die KI frudelt. Ehrlich. Muss ich mal sagen. Boah, ich darf nicht so schreien, mir tut der Hals schon wieder weh. Weh immer. Lutschtablette. Ente. Noch nicht da? Nee. Der ist ja fast schneller zurück als die anderen beiden. Also normal müssen wir nochmal über die Wiegestation fahren. Macht er auch. Eigentlich müsste er stehen bleiben, macht er nicht. So gut, dann gucken wir mal die anderen zu. Ob die jetzt endlich mal da sind. Da kommen sie. Gut. Einmal kurz parken. Und dann müsste er angefahren kommen. Ja, er fährt schon los. Du fährst jetzt einmal ums ganze Feld, ja? Echt? Der fährt einmal ums ganze Feld. Ach du Scheiße. Ein bisschen Bösbaddel. Aber ich kann das ja schon mal. Passt sogar, ne? Gut. Einschalten tue ich es aber noch nicht. Ich mache es nur an. Ja gut, der muss ums Feld fahren, weil er mich sucht. Das ist wahrscheinlich der ganze Trick. Also Nummer 3 ist auch da. Ja, das heißt einer. Quasi einer fährt ab. Fährt es weg. Der zweite ist hinter mir und der dritte steht schon parat, falls der zweite voll wird. Zwei würden wahrscheinlich genauso reichen. Im Endeffekt. Aber gut. Wir schaffen das auch mit 3. Ich kann das. Hoffe ich, glaube ich, weiß es nicht. Eventuell. Könnte ich dazu sogar einschalten, ne? War das? Ja. Dann brauche ich nämlich nicht lenken, ich bin nämlich faul. So, da ist er. Auf geht's. Warum speicherst du? Eine halbe Stunde schon um? Tatsächlich, wir haben fast eine halbe Stunde um. Nee, also noch einmal rum fahre ich auf jeden Fall. Ja, so ist das. Sieht doch schön aus. So, wenn er hinten ist, mal kurz anhalten. So. Ach, die muss ich auch machen. So. Und weiter geht's. Jetzt versucht er immer wieder in die Bahn zu lenken. Da ist so schön ist, können wir nämlich ein bisschen schmaler machen. Ich kenne das nämlich, sonst lässt er nämlich wieder was stehen. Das meinte ich vorhin.
Jetzt hat er die linke Seite frei, jetzt fährt er schön links neben mir. Das ist auch für mich fürs Umdrehen ist besser. Aber das sieht doof aus, wie der da vor die Wand pustet, ne? Mit dem Rohr. Das ist blöd. Ja, es guckt so doof, ne? Das hat er einfach gelenkt. Und scheiße, bist du ganz durcheinander. Ha! Die reingelegt. Hab die gewischt. Jetzt habe ich ihn durcheinander gemacht. Naja, ich sag ja. Man muss heute mit dem Zeug arbeiten, was man kriegt. Dann lass es sein. Auf zur Ruppe. Die Spur stimmt natürlich nicht, weil das Feld hier nicht genau so ist, wie die Spur vorstellt. Hinten ist es nämlich ein wenig anders. So, da ist aber auch schon recht viel drin. Ne? Macht sich schon ein zweiter. Ja, guck, der zweite begibt sich schon in Position. Am Feld anmelden, so, und jetzt kommt er hinterher. Müsste dann hinter den ersten fahren. Das ist quasi dürfte ich dadurch keine Verzögerung haben. Müsste direkt übernehmen. Wenn der eine voll ist, müsste der andere direkt übernommen werden. Könnte auch sein, dass er genau hinter mir fährt. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ah ne, die fahren hintereinander. Er fährt hinter dem anderen. Er reiht sich hinter dem anderen ein. Schön. So muss das sein. So gefällt dem Papa das. Oder? Er weiß noch nicht genau. Er überlegt es sich noch. So hat Papi das gerne. Okay, das heißt, jetzt gibt es eine. Jetzt kann ich den 3. Der 3 kann ich den stehen lassen. Was ich meine? Dadurch habe ich jetzt schön Platz. Und kann drehen. Dann gebe ich schon mal Gas. Schalte ihn wieder ein. Dann kommt er hinterher. So soll das sein. Eigentlich. Geknickter Knick. Da ist auch noch ein bisschen Abstand hin. Ich kann leider nicht sehen, wie voll der ist. Da wäre noch so eine Info nicht schlecht, finde ich. Dass man sagen kann, hier, okay, der hat 80% oder 85%, der ist gleich voll. Halt mir eben kurz an. Ich muss nämlich gucken, wenn der voll ist, wegfährt. Schlagartig dann aufhörst zu ernten. Das ist dann nicht so toll. Aber ein bisschen langer. So, dürfte jetzt gleich voll sein. Gesagt.
einen hat er gewechselt. Lass mal den anderen im Stehen. Die eben hier wegkriegen. So. Eine verdrehte Drehung. Was hat der mit dem Feld? Zack. Und folge mir. Ich hoffe, das passt so. Sieht gut aus. Ja, läuft alles, würde ich sagen, oder? Jetzt wirft er auch viel besser rein. Einiges besser. Okay, wir haben jetzt gleich die zweite Runde, dann drehe ich einmal um und dann würde ich sagen, jo, war es das erstmal für diese Folge. Machen wir dann in der nächsten weiter, quasi nahtlos. Nur für die Folgen auch nicht zu lang machen. Ein bisschen länger müssen sie schon haben, also, ne? Aber zu lang müssen sie auch nicht sein. Man muss es nicht übertreiben. So, das waren zwei. Ich muss mal mitzählen, wie viele Touren die quasi fahren, die Herren Treckerfahrer. Das ist jetzt die zweite Tour, ist er unterwegs. Jo, das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao. Bye, bye. Und so weiter. Küsschen.